Hier, wo geht's hier noch hin? Hallo? Kann ich mal aufstehen? Schon mal gesehen, im Krieg. Militech hat solche Transmitter benutzt. Kurzstrecken-UHF. Das Signal hat eine kurze Reichweite, kann aber nicht abgehört werden. Eine kurze Reichweite? Dann lass uns doch mal sehen, ob wir hier in der Nähe einen Empfänger finden. Ja, sehe ich doch da drüben. Finde heraus, wo die Übertragung, von wo aus die Übertragung gesendet wird. Wo bin ich denn da? In welche Richtung gucke ich denn da? Huch. Ja, jetzt schaue ich jetzt. Da wird die hingesendet. Darüber habe ich hingeguckt. Okay. Ja. Mehr gibt's. Wieso ist das immer noch gelb hier? Verdammt. Mach's weg. Komm. Wie ich nochmal geguckt habe. Das nehme ich gerne mit. So. Sie sagt da gar nichts mehr zu. Und lässt mich hier einfach jetzt gucken. Das ganze Apartment kann ich durchsuchen. Wunderbar. Hier war ich ja gerade, oder? Sauna? Ne, Ankleidezimmer? Okay, okay. Nochmal runter. Hier geht's noch weiter runter. Wo bin ich denn hier? Das ist der Aufzug. Fresse, haben die ein Anwesen, wa? Aha. Überwachungssystem, Dateien. Gelöscht, 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 gelöscht. Wartungsarbeiten an alle Teams, es ist bald die Zeit. Aha. Da gibt es ja echt viele hier. Wow. Sieht aus, als wüssten die SSI-Mitarbeiter vom Einbruch. Ja. Hier kann ich mich noch verlinken. Gucken, was ich hier machen kann. 7A, 7A. Nee, 7A, 7A. Okay.
Nach hier oben? Und nach hier unten. Tja. Also die Jungs wissen Bescheid. Okay. Sie redet nicht mehr mit mir. Was mache ich denn da bitte? What the heck? Was war das? Keine Ahnung. Hat sich gut angefühlt, aber seltsam. Bisschen wie Acid. Passiert das öfter mit dem Bildschirm? Oder mit den anderen? Ich verstehe nicht. Was da gerade eben passiert ist? Nicht gesehen? Nein. Was denn? Schon gut. Was? Okay, das ist hier alles sehr strange. Ich würde sagen, wir gehen mal. Hier ist der Bildschirm auch so komisch. Da gucke ich nochmal rein. Kleines privates Bad. Das Apartment wird mir auch gefallen. Okay, das ist von ihm privat hier. Da war ich ja mit dran. Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Etage tiefer hier. So, Lobby. Okay. Das ist wirklich echt strange. Ich hoffe, finde heraus, von wo aus die Übertragung gesendet wird. Ja, von wo haben wir ja schon mitbekommen, aber wohin? Oder war das hier oben der Empfänger? Das wissen wir ja, hier müssen wir jetzt hin. Schau ich mir mal an. Irgendwie so zwei Blocks weiter ungefähr. Was wollen die hier? Wer bist du denn? Was? Was ist los? Alles gut? War's das? Nee, da ist noch einer. Wer ist denn hier und wieso sind die alle so aggro? Hä?
Hier ist noch einer. Fertig? Fertig. Gut. Schöne Maschinchen übrigens. Hier, die gefällt mir gerade. So. Vollgestopft mit Hardware. Meine Optik entdeckt keinen Herstellerhinweis oder irgendwelche Mods. Der Van ist eine Sonderanfertigung. Was führen Sie im Schilde und was verbergen Sie? Illegales Abhören. Könnte die Sicherheitsfirma sein oder die Regierung. Vielleicht auch die Presse. Auf jeden Fall könnte unser Einbrecher da drin sein. Wird Zeit, dass ich ihm mal Hallo sage. Na gut. Gleich wissen wir mehr. Hallo? Verdammte Scheiße. Lass ihn nicht entkommen, wie. Oh, jetzt ja, warst du mal auf. Wir könnten hier eine Konzernverschwörung aufdecken, wie. Glaub mir. Ja, super. Vielleicht sind das verfickte Konzernspione oder sowas. Komm her, Moped. Das dauert mir zu lange. Was? Da war einer? Rückkehr zum Einsatz. Das Motto verdeutlicht klar, dass die Präsidentin beabsichtigt, ich zitiere, Scheiße, jetzt ist er entkommen. Laut einer Umfrage von Mann! Ich lade hier nochmal. Definitiv kein stinknormaler Van. Gleich wissen wir mehr. Halt! Lass sie nicht entkommen, wie. Oh, jetzt wachst du mal schnell auf. Wir könnten hier Wir verlieren sie, wenn du dich nicht beeilst. Ja, ich beeil mich. Das verfickte Konzernspione oder sowas. Oh Gott. Reichweite überschritten, Ziel entkommt. Nein, ich bin wieder dran. Ich glaube, war knapp jetzt. Wieso sehe ich es nicht mehr? Was ist das für ein scheiß Bug? Also, jetzt sehe ich ihn wieder. Okay. Komm schon. Wie schnell ist der denn? Ehrlich. Ich brauche mein Auto. Scheiße. Zart Meter, oh mein Gott. Nein. So ein Scheiß. Okay, ich komme nicht hinterher. Ich brauche meine Karre. Alles, was du von Politikern siehst, ist nur eine durchchoreografierte Show. Hinter den Kulissen herrscht Krieg. Die Bürger wählen ihre Abgeordneten nicht selbst aus. Wer dann? Die Mächtigen. Die Strippenzieher. Die spionieren alle Perales der Welt aus. Scheiße. Erpressen sie. Die fahren auf Offside. Das kann nur böse ausgehen, Johnny. Wohin? Wohin? Wohin sind wir jetzt?
Was ist das hier? Ah, Ziel getroffen! So, wer ist da denn jetzt hier drin? Was ist, wer hier drin ist? Hier ist gar keiner mehr drin. Lass uns los! Lass schon niemand überleben! Nee, Moment. Ich muss mich mal eben hier konzentrieren. Wer? Da oben ist noch einer. Moment. Da ist noch einer. Freund Nase. Bist du? Mir geht's richtig mies. Schuss. Sieh's ein, in einem Stück kommst du hier nicht raus. Sagt die Dame da hinten? Oder wer? Ah, Sekunde. Ist denn da noch einer, hä? Moin! So eine ja. Scheiße! Ah. Oh, schade. So. Verlinken. Ich hab's, bin drin. Bessere Daten hätte uns nicht mal das NCPD beschafft. Fotos, ärztliche Unterlagen, Anfälligkeit für Neuroplastik. Das ist eine Art Datenbank. Gehirnscans von beiden Perales. Bioabdrücke, Neuroplastik. Fuck, was ist das? Das Blaue da. Neue Neuralinks. Die hören nicht ab, Johnny. Die spielen in ihren Köpfen herum. Hab ich mir doch gedacht. Soll das heißen, da kontrolliert jemand die Gedanken von unseren anständigen Politikern? Oh, die roten Flecke sind Erinnerungsreste im Hippocampus. Siehst du, wie sie in die blauen übergehen? Womit haben wir es zu tun? Sie pflanzen neue Erinnerungen, ändern ihre Persönlichkeit. Das ist ganz große Scheiße, Johnny. Leck mich. What the heck? Wir haben neben den Perales noch andere Versuchskaninchen. Schnell, lad alles runter. Wenn einer kommt, um sich die Daten zu holen, haben wir den Täter. Shit, die löschen die Daten. Die haben uns entdeckt. Jetzt wissen sie, dass jemand in ihrer Datenbank war. Aber ich frage mich, ob sie auch wissen, wer. Tja. Und nun? Wenn ich die anrufe... Ich kann hier niemanden anrufen. Ich bin immer noch im Kampf. Hey, mach die Wichser fertig! Moment. Ach, komm ich leider nicht hoch. Ich kann deine Angst riechen! Na, ich dich erst. Moin! So. So, was geht hier? Hier geht sonst gar nichts. So, da macht sich gar nichts mehr hier. Noch irgendwas.
hier ist die Schaltzentrale oder was? Ah, ich hab schon gedacht. Na ja gut, alles klar, dann hätten wir das. Oh, dann gehen wir mal wieder. Wie? Gibt's was Neues? Ich hoffe, du sitzt. Die Sache ist so viel größer als gedacht. Was meinst du? Die unterziehen euch einer Gehirnwäsche. Sie haben eure Köpfe gescannt und jetzt beeinflussen sie. Warte. Nicht übers Holo. Gut, ich komme vorbei. Nein, du und ich. Wir müssen alleine sprechen. Ich kenne da einen Rahmenladen in Japantown. Ich schicke dir die Koordinaten. Wieso wir beide alleine? Verstanden. Wir treffen uns da. Warum denn jetzt nicht alleine? So, welchen nehme ich denn? Ich nehme hier mal Jackies Arsch. Komm her. Die Arche. Und die Arsch. So, 1,2 Kilometer. Neue Mission? Warum? Ich dachte, dann wäre es jetzt mal mit Mission hier. Ich glaube, wir machen dann doch gleich erstmal die Hauptmission. Wenn das mit der Mission überhaupt kein Ende nimmt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die schon da ist. Hä, wo muss ich denn jetzt lang? Wo muss ich jetzt hier lang? Okay. Steig doch mal ab, bitte. Steig mal bitte ab. Nee. Auch nicht. Okay, komm, das reicht. Hey! Setz dich. Bitte. Wie sieht sie denn aus? Danke, dass du gekommen bist. Aha. Warum treffen wir uns? Warum treffen wir uns hier und nicht in eurer Bude? Die Frage hätte ich mir auch nicht stellen brauchen. Habe. Unter vier Augen. Nicht vor Jeff. Okay, dann schieß mal los. Tut mir leid. Meine Nerven liegen blank. Ich kann mich kaum konzentrieren. Ja. Was ist denn los, Mann? Unser letztes Treffen ist nicht lang her. Ist seitdem was passiert? Nein. Ich meine doch. Aber nicht in letzter Zeit. Was? Erzähl jetzt. Eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten am Anfang. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Also, vor einer Weile habe ich bemerkt, wie Jeff sich plötzlich verändert hat. Sein Charakter schien sich vor meinen Augen zu verändern. Er wurde jemand anderes. Wie das? Er hat aufgehört zu lesen. Seinen Lieblingsfilm vergessen. Sogar sein Musikgeschmack war plötzlich anders. Mhm. Einmal wollte ich mit ihm das Grab seines Bruders besuchen. Und er meinte, er sei ein Einzelkind. In dem Moment wusste ich, dass irgendwas Schlimmes mit ihm geschieht. Und es war nicht nur Jeff. Okay. Du wusstest also die ganze Zeit, was ich rausfinden würde? Ich wusste nicht wie, warum oder wer. Aber sie verändern uns. Dieses Geheimzimmer in unserem Apartment. Was ist damit?
Ich habe es irgendwo schon mal gesehen. Aber ich weiß nicht, wo. Mhm. Es ist schrecklich. Warum? Ja. Hast du schon was zu Jeff gesagt? Ich habe es versucht, aber er will nichts davon wissen. Er hat gelacht und gesagt, ich bilde mir das ein. Einmal, da hat er von einem Urlaub erzählt, den wir nie gemacht haben. Er ist dabei so ins Detail gegangen, dass ich ihm fast geglaubt hätte. Vielleicht bist du es, die alles vergessen hat. Vielleicht haben sie die Reise gelöscht. Ich weiß es auch nicht mehr. Verstehst du das? Okay, das ist Du hast mir noch gruselig. Nicht alles erzählt, oder? Eines Nachts hat jemand an den Monitoren in unserem Apartment rumgefummelt. Aber da wusste ich schon nicht mehr, ob ich meinen Augen überhaupt noch trauen kann. Also, hast du nichts unternommen? Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich habe am Morgen mit dem Sicherheitsdienst gesprochen. Okay. Lass mich raten. Die Kameras haben nichts gesehen. Der Typ meinte, ich hätte das alles wohl nur geträumt. Er hat mir die Aufnahmen gezeigt. Ich kam mir vor wie eine Verrückte. Am nächsten Tag kam dann der Anruf. Von wem? Von Ihnen. Wer auch immer Sie sind. Die Stimme am anderen Ende war verzerrt. Namen wurden keine genannt. Ja? Wurdest du bedroht? Oder erpresst? Sie sagten, dass ich aufpassen soll. Wenn Jeff weiterhin Ärger mache, könnte er in einen Unfall geraten. Dann löschten sie alle Spuren des Anrufs. Als wäre nie etwas geschehen. Ich bitte dich, wie? Jefferson darf von all dem nichts erfahren. Warum nicht? Niemals. Wieso? Sein Leben wäre in Gefahr. Sein Leben ist in Gefahr. Verdammt, Elizabeth. Willst du das ignorieren? Dass jemand in euren Köpfen rumstochert? Welche Wahl habe ich denn? Getötet zu werden? Dass man mir meinen Mann wegnimmt? Also soll ich meinen Auftraggeber anlügen? Macht man das nicht auch, indem man euch... Ich würde sagen, dass SSI im Auftrag seines Rivalen Holt spioniert. Du musst es nur bestätigen. Also, das ist doch lächerlich. Der bringt euch ja quasi auch um, wenn die Hörst euch du mir noch zu? Eine andere Identität geben, wenn die euch euer Brain löschen, Mann. Du willst SSI kündigen. Willst du SSI wirklich rauswerfen? Trotz der Drohungen? Es wäre mutig, aber riskant. Was sie uns beiden antun, ist eine Sache. Aber als ich das Geheimzimmer gesehen habe, ich kann doch nicht damit leben, dass uns jemand im Schlaf beobachtet. In unserem Haus. Spielt es echt eine Rolle, von wo? Ich übernehme die Verantwortung für alles, was SSI künftig tut. Aber ich bitte dich, lass Jefferson da raus. Mhm. Ich arrangiere ein Treffen mit Jeff im Reconciliation Park. Er wird auf dich warten. Wer weiß, ob ich mich morgen noch an dieses Gespräch erinnere. Aber bitte, vergiss nicht, was wir heute besprochen haben. Werde ich nicht. Ja. Mehr kann ich nicht versprechen. Auf Wiedersehen, Vee. Ziemlich große Scheiße, was? Ich will nicht in ihren Schuhen stecken. Übrigens, manipulierte Erinnerungen, geänderte Persönlichkeiten. Erinnert dich das an was? Aber wenigstens wissen wir, womit wir es zu tun haben. Ja. Unser Fall ist was ganz anderes. Also, was würdest du an meiner Stelle tun? Dahinter stecken richtige Bastarde. Die muss jemand ausschalten. Auch wenn die Perales draufgehen könnten? Will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir eine Marionette als Bürgermeister haben. Aber es stimmt, wir setzen ihr Leben aufs Spiel. Meinst du, der Holt ist da anders? Entscheidung wie. Tja.